So, und das sind wir wieder. Und wollen mal Rujas Freudenhaus angucken. Aha. Nee, die sagt nichts zu uns. Stört mich nicht. Ich muss die Tänzerin beobachten. Sie ist eine Meisterin. Naja, wem es gefällt, mir gefällt es. Also geht mir nicht auf die Nerven. Oh, hallo. Kann ich etwas zu trinken bringen? Wo holt ihr denn die Getränke hier her? Ich sehe hier nirgends eine Bar oder sowas in der Art. Entschuldigt. Ich bin nicht berechtigt, euch das zu sagen. Aber glaubt mir, es wird euch schmecken. Lieber nicht. Danke. Ihr verpasst was. Wo holt ihr denn die wirklich die Getränke her? Aha. Verflucht ist sie gut. Naja, geht so. Geht so? Ihr habt ja keine Ahnung. Sie ist wunderbar. Hey, stört mich bitte nicht. Ich sehe doch, dass ich tanze. Entschuldigung. Barmädchen, hallo, willkommen in unserem schönen Etablissement. Ob Mann, ob Frau, wir erfüllen alle Wünsche. Ah ja, nicht zu schüchtern. Setzt euch an einen Tisch, wenn ihr unseren talentierten Tänzerinnen zuschauen wollt. Oder geht gleich nach oben und holt euch, was ihr braucht. Getränke kosten 20 Filar. Ein Abenteuer im ersten Stock nur 280, wirklich günstig. Und was erwartet uns oben? Kommt drauf an, was ihr wollt. Wir haben ein spanisches Zimmer, ein griechisches Zimmer und eine sogenannte Königssuite, die im Moment aber belegt ist. Die beiden freien Zimmer sind dazu da, eure intimsten Wünsche zu erfüllen. Ich sehe, ihr seid zu dritt. Vielleicht wollt ihr ja ein kleines Abenteuer zu viert. Und ihr drei nehmt noch eine von uns. Dann können sich die beiden Pärchen dabei zuschauen. Oder wollt ihr gar ein Rambazamba? Alles ist möglich und das zum unglaublichen Preis von nur 280 Filar pauschal. Wir denken drüber nach. Denkt aber nicht zu lange. Ich weiß, ihr braucht es. Oh, das ist unglaublich. Hallo, ich hoffe, ihr amüsiert euch schön. Ja, schon. Wenn ihr mal richtig was erleben wollt, dann geht einen Stock höher. Hier werden euch alle Wünsche erfüllt, ihr versteht. Im Moment ist die Königssuite belegt, aber das spanische und griechische Zimmer sind noch frei. Wer ist denn der Königssuite? Ach, irgend so ein junger Kerl. Keine Ahnung, aber die beiden freien Zimmer sind auch sehr gut. Danke für den Tipp. Klar doch. Ich bin hier, um für euer Wohl zu sorgen. Na, Captain Pirar, schaut mich nicht so an. Ich werde wohl nur etwas Spaß haben dürfen, oder? Natürlich, ich bin schon wieder weg. Was? Dieses Getränk riecht merkwürdig. Okay. Oh Mann, diese Tänzerin ist einfach unglaublich, wie die mit ihren Brüsten spielt. Du hast wohl keine Frau zu Hause? Doch, doch, aber man sollte sich nach anderen Frauen umschauen. Denn ich kann nie wissen, ob meine Frau plötzlich geht. Und dann habe ich lieber noch ein paar in Reserve. Frauen in Reserve? Ich glaub's ja nicht, du Schwein. Bist du eine Emanze oder was? Ist doch das natürliche Recht eines Mannes. Geh doch mal nach Lomba in die Wüste. Da haben Frauen gar nichts zu sagen. So muss das sein. Wir sollten ihn gleich töten. Beruhig dich, Liebling. Ah, die Elaine. Ihr müsst erst bei mir bezahlen, bevor ihr hoch könnt. Okay. So, wir müssen erst mit dem Typen sprechen. Hatte ich eigentlich auch vor, aber naja. Hallo, wenn ihr hoch wollt, kostet euch das 280. Hier ist sein Geld. Ihr dürft passieren. Das ist doch wohl nicht dein Ernst, Walner. Du willst doch nicht wirklich? Nein, natürlich nicht. Aber ich habe da so ein Gefühl. Ich verstehe. Aber keine Sorge, sogar Sonderwünsche sind im Preis mit drin. Nicht so ein Gefühl. Was denn? Ich habe das Gefühl, wir finden eine Art Hinweis. Oh ja. Oben findet ihr Dutzende Hinweise für das beste Abenteuer eures Lebens. Na schön, gehen wir mal hoch. Ein griechisches Zimmer. Kein Bedarf. Das will ich ihr auch geraten haben. Aber die Elaine ist so ein Lustkiller. Schön machst du das. Oh, vielen Dank. Dreh dich doch mal ein bisschen. Natürlich. Ich versuche die Stimme ein bisschen erotisch klingen zu lassen. Schön, schön. Wunderbar. Und jetzt fang an, dich auszuziehen. Wie du möchtest. Zuerst mein Kopfschmuck.
Wirklich sehr gut. Warte, ich nehme es. Und jetzt weiter. Sir Patrick. Aha. Das nehme ich auch. Du bist wirklich ein sehr hübsches Mädchen. Danke. Aber du siehst auch sehr stark aus. Ich bin ja auch Mitglied. Mitglied. Ich bin ja auch Mitglied der königlichen Armee. Oho, da musst du ja wirklich sehr stark sein. Richtig, richtig. Wie wäre es, wenn du deinen Umhang ausziehst? Für dich, starken Mann, tue ich doch alles. Du bist wirklich eines der hübschesten Mädchen, die ich je kenne. Und was treibt dich, starken Mann, hier in diese Gegend? Das ist alles streng geheim. Aber dir kann ich es ja sagen, ja natürlich. Die streng geheimen Sachen verrät so irgendeine Dirne, die du dafür bezahlst, dass sie dir schöne Augen macht. Ich und ein paar andere Männer des Königs haben vor ein paar Tagen eine merkwürdige Höhle entdeckt. Eine Höhle? Uhu, spannend. Ja, diese Höhle liegt versteckt im Wald südlich dieser Stadt. Deswegen sind wir gerade hier in der Gegend. Mein Boss meinte, er gäbe mir heute frei, weil ich die Höhle entdeckt habe. Deswegen bin ich jetzt hier bei dir. Keine Angst, bei der Anderson oben. Was ist denn an dieser Höhle so besonders? Eigentlich waren wir auf dem Weg, in die Berge zum Überlebenstraining. Das stärkt den Körper. Aber dann hab ich durch Zufall diese Höhle entdeckt. Wir sind hineingegangen und haben sie teilweise erforscht. Dort drinnen gibt's ekliges Getier. Jedenfalls sind wir dort nach einer Weile auf eine Tür gestoßen. Wir haben versucht, sie aufzubrechen, doch es war vergeblich. Die Tür war einfach nicht aufzubekommen. Jedenfalls hat mir mein Boss erstmal für heute freigegeben. Ich glaube, die anderen versuchen immer noch, die Tür zu öffnen. Vielleicht schaffen sie es ja noch. Aber ich bin erstmal hier bei dir. Das ist gut. Du bist wirklich ein süßer Kerl. Wie wäre es, wenn wir uns jetzt aufs Bett legen? Komm nur. Ich warte nur auf dich. Ich komme. Komm, lasst uns gehen. Wir haben genug gehört. Hallo, ich rede mit euch. Kommt ihr so? Was? Oh, natürlich. Los, wir suchen mal nach dieser Höhle, von der er gesprochen hat. Irgendwo im Wald südlich der Stadt. Kein Bedarf, das will ich ja auch geraten haben. Wir sollten die beiden nicht weiter stören. Ja, das Freudenhaus, das Freudenhaus. Das sind noch Zeiten. Ah, da ist noch ein Geist. Hallöchen. Ein Geist! Endlich! Ich bin meiner jetzigen Existenz müde. Keine Freude mehr. Endlich ist jemand gekommen, dem ich meine Kräfte verleihen kann. Etwa ich? Ich bin müde. Nimm meine Kraft und leb wohl. Okay. Dauer der Skelettbeschwörung angehöht. Nicht schlecht. So, jetzt haben wir auch das... Jetzt haben wir auch das Freudenhaus besucht. Ich glaube, mehr gibt es hier, glaube ich, gar nicht. Ne? Aber immer noch keine Spur von der Marleen. Schade. Der Wald ist hier links, aber da möchte ich noch nicht hin. Wo könnte denn die Trulla sein? Naja gut, ist egal. Gucken wir uns erstmal hier um. Astion. Eine alte Stadt mit vielen Höhlen und Geheimgängen. Ich glaube, die eine ist ein Arsch und die andere ist voll lieb, nie andersrum. Hey, sie sind wohl auch Leute, die einfach jedes Haus betreten, ohne anzuklopfen, was? Ja, eigentlich schon. Pech für sie, dass ich solche Leute nicht ausstehen kann. Verschwinden sie! Ja, ich nehme aber noch dein Geld mit. Nicht, weil es mir besonders... Ich muss mal eigentlich mal mein Geld mal wieder angucken. Stahlschild. Hallo, wie geht's? Naja, geht so, aber wieso fragst du? Ach, nur so aus Höflichkeit, nichts weiter. Gibt's vielleicht irgendwas Interessantes zu erzählen? Nein, eigentlich nicht. Na schön.
Die Stadt hat doch auch noch Geheimnisse. Die Musik ist auch sehr schön gemacht, gefällt mir. Hallo, habt ihr schon gehört, dass es am See westlich von Uruya spuken soll? Hm, das klingt interessant. Vielleicht sollten wir uns dort umschauen. Ihr wollt euch dort umschauen? Du lieber Himmel, dort spukt es. Ein Glück wohne ich weit entfernt und ihr solltet dort wirklich nicht hingehen, wenn du meinst. Am See von Uruya. Westlich von Uruya. Wir könnten natürlich mal gucken, ob wir da irgendwie was finden. Was schafft mir die Ehre eures Besuchs? Wir wollten einfach mal vorbeischauen und nach irgendwelchen Neuigkeiten fragen. Nun, ich habe leider keine Neuigkeiten für Fremde wie euch. Hm, wenn du meinst. Wir gucken einfach mal, was du in den Schränken hast. Vielleicht können wir da ja was abstauben. Da scheint es nicht viel zu sein. Der hat uns was von der Dingsbums erzählt. So viele Bücher und keins davon interessiert mich. Das sagt er wahrscheinlich überall. Hätte ja sein können, dass hier vielleicht noch ein verstecktes Buch ist, woran wir den einen oder anderen Zauber lernen. Nee? Nein? Okay. Dann nicht. See westlich von Uruya. Ich will mal gucken, ob das in den Aufgaben notiert wird. Das wäre ganz geil, wenn ich das nicht alles... Bringe den Brief von Marlene, hole von ihr, finde einen Anhaltspunkt, finde raus, suche nach dem Schloss, suche in der... Suche nach der Höhle, suche nach der Höhle im Magiegebirge, suche ein altes Armband, das ist nordwestlich. Suche und töte die Hexe, suche in Iranis nach dem verpackten Gegenstand. Dann muss ich mir das doch aufschreiben. Sekunde, gib mir ein bisschen Zeit. Ich habe nämlich auch... eines Dingsbums gestartet. Stimmt, die Elras-Truhen. Ein paar Infos gesammelt. Schwache Seelen, allem drum und dran. Das Attribute. Einmal 30 Attribute plus 1, einmal 30 Seelen, 20 normale oder 10 starke. Alle 5 Level gibt es neue Zauber. 30 normale Seelen, 30 starke Seelen speichern. Schwierigste Elras-Truhe. 190, im Schnitt brauchen wir 160. Okay. Das war jetzt wo nochmal? See. Ist natürlich jetzt nichts Besonderes. See westlich. Uruya. Spuken. Gut. Ist vielleicht gar nicht mal so verkehrt, wenn ich den einen oder an, die ein oder andere Liste führe, dass ich auch weiß, wo diese ganzen Geheimnisse sind. Weil wenn ich hier zum Beispiel ein, zwei Wochen kein Vampire's Dawn mehr aufnehme, dann habe ich den ganzen Scheiß schon wieder vergessen. Ja, ja, spuken. Wenn du wüsstest, wer wir sind, dann würdest du dich einscheißen. Gibt's hier irgendwas? Nö. Hi, sucht ihr etwas in der Stadt? Hm, nein, eigentlich schauen wir uns nur mal um. Ach so, na dann viel Spaß dabei. Haben wir. Hier gibt es Waffen. Glaube, bei den Händlern können wir zwar auch ein paar Sachen finden, aber dafür müssen wir die killen, weil die uns beobachten, meine ich. Du hast gute Waffen, aber nichts Besonderes. Kann ich irgendwas? Stahlschild. Ring des Geschicks. Geschick und Schutz vor kritischen Treffern. Erhöht Ausweichchance. Ist vielleicht gar nicht schlecht. Stahlsäbel kann weg. Aber ansonsten war es das. Die Höhlen erkunden wir, nachdem ich die Häuser mal angeklatscht habe.
Hier waren wir ja auch schon. Hallo, ihr seid wohl neu in Astion. Was? Kann man so sagen. Naja, viel gibt es hier nicht zu sehen. Aber dafür haben wir die Kirche, in der Vincent Weinert vor vielen Jahren seine berühmte Ansprache gehalten hat, was diese Vampire betrifft. Ihr wisst schon, der Anfang des Heiligen Kreuzzugs. Das war hier? Ja, ansonsten gibt es noch ein Tunnelsystem unter der Stadt, aber da wimmelt's von Ratten. Deswegen würde ich nicht unbedingt da runtergehen. Danke für die Auskunft. Ja, Asuka, das war hier. Welch Ironie, ne? Ich glaube, Asuka ist hier groß geworden. Hallo. Sag mal, wo finde ich hier ein gutes Geschäft? Ein gutes Geschäft? Hier gibt es eigentlich nur ein einziges Geschäft. Ein Waffengeschäft. Das ist, und so gut ist das wirklich nicht. Aber immerhin. Und wo finden wir das? Auf der anderen Seite der Stadt, im westlichen Teil. Hier gibt es aber noch einen Pub. Da gibt es bestimmt was Interessantes zu entdecken. Na, lass mich doch durch. Entschuldigt, aber ich möchte in Ruhe mein Bier genießen. Okay. Oh, ich werde wohl nie einen Mann für mich finden. In dieser Stadt sind alle nur Waschlappen oder Widerlinge. Du bist wohl verzweifelt, was? So kann man es sagen. Ich habe in meinem ganzen Leben nur abartige Männer gehabt. Alle wollten nur das eine und sonst nichts. Furchtbar. Keiner wollte romantisch mit mir essen. Niemand wollte mit mir die Sterne anschauen. Niemand! Du solltest vielleicht mal eine andere Stadt umschauen. Ich empfehle Shanna, eine kleine Stadt weit im Süden. Shanna? Ich habe schon davon gehört. Und ihr meint, dort finde ich meinen Traummann? Vielleicht. Aber in Astion bestimmt nicht. Ihr habt recht. Gleich morgen werde ich nach Shanna reisen. Habt Dank. So, dann haben wir doch wohl jemanden schon verkuppelt. Ja, was wollt ihr denn von mir? Gibt es irgendwas Besonderes in der letzten Zeit? Hm, eigentlich nicht, außer, dass jetzt angeblich viele Schiffe voller Reichtümer über die Meere segeln. Da haben wohl einige Händler viel zu handeln. Da haben wir schon zwei Stück versenkt und die haben uns doch ganz gut was beigebracht. Hallo, kann ich euch was anbieten? Ein paar Informationen, was wollt ihr denn? Vielleicht, wo man etwas Geld verdienen kann. Ach, also wo ihr Arbeit finden kann, wo ihr Arbeit findet, kann ich nicht sagen. Ah, okay. Aber es heißt, westlich von hier im Wald soll ein alter Piratenschatz versteckt sein. Aber es haben schon viele nach ihm gesucht. Ein alter Piratenschatz? Klingt interessant, danke. Westlich im Wald. Muss ich mir aufschreiben. Astion heißt es, glaube ich, ne? Ich glaube, das wird gar nicht mal so viel Filar sein. Das wird eher irgendwas Besonderes sein. Eine gute Rüstung oder so. Ich muss mal gucken, ob das wirklich Astion ist. Ja, das wird auch so geschrieben. Okay. Gut, jetzt würde ich mir mal das Tunnelsystem hier angucken. Da gibt es nämlich bestimmt auch noch was Interessantes zu entdecken. K.A. Ein großes K ist an die Wand gemalt. Merkwürdig. Ein großes A ist an die Wand gemalt. Das wird auch noch kommen. Die Stadt hat auch mehr vorzuweisen als gedacht, aber wir sind hier noch zu früh. Aber wir können bestimmt noch das ein oder andere finden. Nee, das ist falsch. Okay. Hier gibt es aber noch ein paar Höhlen. Die möchte ich mir ganz gerne komplett angucken. Ich glaube, hier gibt es nichts, ne? Nee. K.A. Das ist ein sehr schöner Name. Ich weiß ja, was es ist.
müssen jetzt auf diese Teile drüber laufen. Sag mal, wo führt mich das Ding denn hin, ey? Na komm, so langsam ist aber mal gut. Ich mag zwar solche Rätsel, vor allem ist es jetzt nicht so unbedingt schwer, aber bitte. Ja gut, mal gucken, ob sich das dann auch wirklich gelohnt hat. Ja. Definitiv eine Blutrune sogar. Kriegt alles, sorry, aber kriegt bei mir alles der Wallner. Wir haben hier alles erkundet. Fast. Gibt es noch ein paar Eingänge? Was gibt's hier? Okay, hier gibt es nichts. Erstmal gibt es hier oben irgendwas. Hier an der Seite gibt es irgendwas. Aber ich glaube, da komme ich so nicht hin. Eisstaub. Ansonsten war's das. Gut. Aber ich habe da im Augenwinkel schon was gesehen. Warte mal, da geht's doch bestimmt weiter runter. Ich habe doch nicht umsonst. Oder? Doch, doch. Bin ich hier weiter runter? Ja, doch, von da kam ich. Okay. Stimmt, von da kam ich. Ach, ich dachte, ich konnte nach links abkürzen, aber ich muss ja durch diese Höhle durch. Mhm. So, hier durch die Höhle rein. Ich wusste es nicht, aber ich habe da schon was gesehen. Wollt ihr was kaufen? Blutelixier. Das ist natürlich ganz geil. Ja, so ein Blutelixier kann richtig... Hey, ihr da, Finger weg! Also entweder müssen wir den töten, aber das würde ich nicht machen. Blutelixier. Der verkauft also Blutelixier. Das ist ziemlich nice. Warte mal, ich kann doch in der Höhle bestimmt hier... in die Gruft... Oh ja. 8000 Silber. 64.000 Silber habe ich jetzt. Ja, das wollte ich nämlich machen. Ich hole mir auf jeden Fall noch viel Blutelixier. Es gibt nichts Besseres. Hier, maximales Blut. 30 Stück, das ist ganz gut. Da kann ich mal ordentlich einen auf die Pauke hauen. Wie viele normale Seelen haben wir denn? 77 schon wieder. Das ist nicht schlecht. Ist natürlich auch ein langer Weg zu diesem Händler, aber ich muss ganz ehrlich sagen, hat sich gelohnt. Hat sich wirklich gelohnt. Das war fürs erste Mal die Stadt Uruya. Wir wissen immer noch nicht, wo Marleen zu finden ist. Warte mal, lass mich mal ganz kurz was überlegen, was ich schon angeguckt habe. Hier in Astion waren wir jetzt gerade. Ist da, mussten wir hin? Tradan hat sich ja weggesprengt. In Tessa waren wir noch nicht. In Uruya haben wir auch alles abgeguckt. Asran waren wir auch. In Lim haben wir nichts gefunden, in Klenner haben wir nichts gefunden und in Melsan haben wir nichts gefunden. Das ist total komisch. Naja, ist egal. Ich mache mir da jetzt erstmal keine Gedanken.
Wir sehen uns beim nächsten Part. Erstmal danke fürs Reinschauen. Diesbezüglich könnt ihr ja gerne das ein oder andere Kommentar ablassen, wenn euch da was gefällt. Ansonsten, jo, beim nächsten Part gucken wir mal. Entweder gucken wir mal, dass wir vielleicht die ein oder andere Aufgabe jetzt mal machen, oder wir gucken uns einfach weiterhin um. Weiß ich noch nicht. Bis dahin erstmal macht's gut. Ciao.